einen Lebensstil und eine Lebensweise zu kreieren, wo er die Vorstellungen und die Energie des Jungen und des Kindes auch weiter behalten hat. Und deswegen ist weiter immer erforschen, immer die nächste Grenze suchen, und um sie eigentlich zu übersteigen. Also es ist einfach etwas, das als Erwachsen, habe ich das Gefühl, oft wir verlieren. Einfach weil alles zu schwierig ist und wir suchen uns anzupassen. Und habe ich das Gefühl, er hat immer geschafft, irgendwie eine Freiheit zu bewahren, die nicht leicht ist. Er war die große Liebe? Oh yes, war meine große Liebe. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Vortrag hier in Varese. Und dann, wir waren zusammen mit anderen Freunden am Monte Rosa. Und dann bin ich zurückgekommen, war verliebt, total verliebt. Und er ist gekommen, das war fantastisch. Es war Mai. Und er ist unter mein Zimmer, am Balkon, mit der Gitarre gekommen. Kannst du dir vorstellen? Diese Filmaufnahmen über die Erstbesteigung des Dalagiri stammen aus dem einzigen Film, den es über die Erstbesteigung eines 8000ers überhaupt gibt, bei dem der Aufstieg vollständig gefilmt wurde. Denn das haben zwar viele probiert, so eine Erstbesteigung des 8000ers da zu filmen, mehrfach, aber entweder ist die Kamera stecken geblieben oder es war sonst irgendwas. Der einzige Film, der wirklich durchgehend das alles zeigt, den habe ich damals gedreht, 1960 am Dalagiri, von der Erstbesteigung dieses 8000ers. Das Gefühl am Dalagiri war völlig anders. Kein Vergleich zum Broad Peak. Am Broad Peak, das war fantastisch, mit Hermann Buhl dort oben im letzten Licht des Tages zu stehen. Am Dalagiri war das einfach eine einmalige Mannschaftsleistung. Ein Teamgeist, wie ich ihn sonst selten erlebt habe. Den Gipfel des Dalagiri als erste Menschen zu betreten, diese Felsen dort zu berühren, die noch nie seit der Entstehung des Himalaya jemand berührt hat, das war so einmal. Aber das genügt noch nicht. Normalerweise ist dieser Berg der Stürme in diesem Bereich einfach unbetretbar. Und genau an diesem 13. Mai steht die Luft so gut wie fast still. 1976 hat Kurt Diemberger eine schicksalhafte Begegnung. Bei einer Vortragsreise lernt er die englische Bergsteigerin Julie Tallis kennen. Schnell verbindet sie die gemeinsame Leidenschaft zum Berg. Kurt Diemberger wirbt sie als Tonassistentin für seine Filmaufnahmen an. Ab jetzt wird Julie Tallis zu seiner Weggefährtin auf den hohen Bergen. 1983 gründen die beiden das höchste Filmteam der Welt. Der große gemeinsame Traum von Julie und Kurt: endlich auf dem Gipfel des K2 stehen. Eine Sehnsucht, die sie nicht mehr loslässt. Sie wird das Leben der beiden entscheidend verändern. Ich weiß es noch. Das hat auch Julie angetrieben, zum Beispiel. Eine der ersten Karten, oder die sie da geschrieben hat, da stand ein Schmetterling oder flog ein Schmetterling, ja, und an der Küste von England. Und darunter stand I want to know. Ich möchte wissen. Und dieses Ich möchte wissen, das hat mich immer vorangetrieben. If you see Everest, that's a bit higher, but not much higher. Everest is great and imposing, but K2 is more than that. K2 has also a certain trend to go towards the sky. It's a perfect pyramid from every side where you see it. I don't know, it's like a very big crystal. And its shape has fascinated me from the first moment. And it rises up so steeply from all the mountains that are around it, too. It's, yeah. It's not overshadowed by anything else large being so close to it.
It does have something that draws you back. I don't know. Many, many people have been drawn back time and again to try and conquer it. It's only been climbed 7 times before, whereas Everest has had so many ascents now. Many people have tried it. It's not for lack of trying. It doesn't open its arms to everybody. Julie hatte denselben Drive, dasselbe Antrieb wie ich, etwas zu verwirklichen. Dieses Verwirklichen, das dich glücklich macht und das dich zufrieden macht, das hatten wir beide gemeinsam. Und zwar in einer Weise, die uns einfach derart verbunden hat, dass wir in den wenigen Jahren, die wir zusammen erlebt haben, ja auch wirklich gute Filme gemacht haben. 24th of June. Bad weather clouds on Broad Peak. Our companions go down. Tony, Court and I remain for a last desperate try. What did it say in Tony's Bible? And the last will be first, and the first will be last. Many are called, but only few are chosen. We are the last, and we could be the first. Ich habe nicht gewusst, dass die Julie sterben wird. Aber in keiner Weise. Es hat mich wie einen Schlag getroffen, dass das überhaupt passieren könnte. Das war für mich unvorstellbar. Lawinen hatten wir in diesem Sommer schon viele erlebt. Dass wir ausgerechnet diese gewaltige Lawine mit der Kamera für unseren Film festhalten konnten, war reiner Zufall. Ich war begeistert, dieses Naturschauspiel im Kasten zu haben. Diese Lawine war der Beginn einer unfassbaren Tragödie, deren Szenen und Akte sich von dieser Stunde an wie von selbst fortschrieben, sich dramatisch und schicksalhaft entwickelten. Sie war aus dem oberen Bereich des Abruzzensporns hinuntergedonnert, zu einem Zeitpunkt, als niemand von uns am steilen Berg unterwegs war. Mit dieser Lawine beginnt der verhängnisvolle schwarze Sommer am K2. Von insgesamt 7 Bergsteigern werden nur 2 lebend wieder zurückkehren. Einer von ihnen ist Kurt Diemberger. Kurz vor dem Gipfel zwingt ein heftiger Sturm Julie und Kurt zur Umkehr. Sie müssen zurück ins letzte Lager und besseres Wetter abwarten. Einige Tage später gelangen sie tatsächlich auf den Gipfel. Doch beim Abstieg kommt erneut ein Sturm auf. Kurt und Julie sitzen gemeinsam mit 5 anderen Bergsteigern tagelang im Lager 4 fest, in 2 verschiedenen Zelten. Es ist eng, Gas und Wasser werden knapp, die Situation spitzt sich dramatisch zu. Ich weiß bloß, dass dieses Stürmen kein Ende nehmen wollte, dass ich darauf gewartet habe, dass wir endlich wieder zusammenkommen. Julies Zustand wird bedrohlich. Das tagelange Ausharren in der Todeszone setzt ihr zu. Hier Bilder von Julie aus vergangenen Jahren. Als sie noch zu dem Zelt kam, wo ich gemeinsam mit Allen Raus und Mrufka drin lag in diesem Sturm, da sah ich auch noch, wie sie den Kopf senkte. Und ich habe ihr noch gesagt, sie soll
Einfach aushalten. Ich kann es heute noch nicht wirklich fassen, dass es dann zu Ende war. Am 6. August 1986 stirbt Julie Tallis im Lager 4. Wie durch ein Wunder gelingt es Kurt abzusteigen, am Rande der Erschöpfung und mit Erfrierungen an der rechten Hand. Kurt Diemberger lebt mit seiner jetzigen Ehefrau und ihren beiden Schwestern in Calderino bei Bologna. Die Großfamilie hat das Haus am Stadtrand selbst gebaut. Seit 36 Jahren ist Kurt Diemberger mit Teresa verheiratet. Das Ehepaar hat einen gemeinsamen Sohn. Während seiner großen Expeditionen hatte Teresa oft Angst um ihren Mann. Briefe waren meist das einzige Kommunikationsmittel. Und 6 Wochen Zustellzeit keine Seltenheit. Perché ti sei cercato un tale marito? È successo. Io facevo l'università a Bologna. E lui è arrivato a Bologna alla casa editrice Zanichelli. E lì ci siamo incontrati e non so. No, io so perché. Perché lui aveva un rapporto con la natura molto particolare che io non avevo mai. Ich hatte so eine besondere Beziehung zur Natur, die sie noch nicht kannte. Das hat sie fasziniert. Ho tradotto. Sì, sì, ho capito. Chi ha sofferto di più? Io. Sì. Perché lui è un po' fatto modo suo. Ich bin in einer gewissen eigenen Weise beschaffen. Sagt sie. Sagt sie. Ja. Sie. Wenn man, so wie ich, immer wieder aufbricht, dann hat man ganz bestimmt das Gefühl und die große Freude, wieder nach Hause zu kommen. Gleichzeitig sind die Berge mein Daheim. Und als ich dann meine Partnerin Julie Tallis nun wieder zum K2 zurückkam, dann war das unser Daheim. Und so kann ich nur irgendwie sagen, für mich ist es von einem Daheim zum anderen Daheim gegangen. Und das kann sich vielleicht jemand nicht so vorstellen, aber so war das. So ist das immer noch. Musik.